herzlich willkommen zu diesem weiteren Web-Talk. Heute wollen wir uns mit Moodle beschäftigen. Und wir wollen uns auch gar nicht damit auseinandersetzen, wie man das am Ende installiert und was man da für tolle Sachen mitmachen kann. Das wissen viele von euch eh schon, weil Moodle durch die letzten Monate nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, aber sich auch sehr, sehr viele Schulträger entschieden haben, Moodle als Lernplattform einzuführen. Die Installation eines Moodles ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Man muss nur wissen, was man tut und wo man es herkriegt. Aber das Wesen von Open Source ist ja so ein wenig, dass wir es mit einem Stück Software zu tun haben, das wir irgendwo im Internet herunterladen können und mit dem wir an dieser Stelle wollen wir jetzt auch starten. Es soll also darum gehen, wie Moodle, wo kommt das Moodle überhaupt her? Das Moodle kommt von einer Webseite. Man sieht es hier, ich hoffe, ihr seht es, Moodle download.moodle.org. Den Link packen wir auch wie immer unten in die Beschreibung hinein des YouTube-Videos. Und ihr seht, wir sind aktuell bei der Version Moodle 3.10 Plus. Und theoretisch könnten wir jetzt hier auf diesen Link draufdrücken und uns die Version entweder als ZIP oder als TGZ runterladen. TGZ ist im Prinzip ein anderer Algorithmus, der das zusammenpackt. Das ist letztendlich irgendwie so ein Komprimierungsprogramm. Die kennt ihr wahrscheinlich. Und also man würde immer die aktuellste Version nehmen, zumindest die aktuellste Stable, also die stabile Version. Es gibt dazwischen drin auch immer noch so ein paar Entwicklerversionen, die will man natürlich nicht unbedingt auf seinem eigenen Server installieren, weil es dann an einigen Stellen zu Problemen kommen kann, wo wir sie ungern haben. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Also, ich zeige einmal kurz, wenn wir das Moodle runtergeladen haben und entpacken. Falsches Verzeichnis, wir müssen eigentlich hier hin. Das muss ich mal wieder zumachen. Wenn wir das heruntergeladen haben, dann liegt es ja hier in unserer Dateiverwaltung. Auf kleinen Displays jetzt nicht mehr besonders gut zu lesen. Moodle Latest. Und ich entpacke das jetzt gerade mal kurz. Das sind relativ viele Dateien, so knapp 40.000. Und das lässt sich nicht mal eben so schnell per FTP hochladen, wie wir das bisher immer getan haben. Das kann man schon machen, aber es dauert dann irgendwie so knappe 2 Stunden. Hier, das sieht erstmal nicht nach so vielen Dateien aus, ist aber ordentlich Zeug. Und damit wir schnell ein Moodle installieren, gibt es einen Trick. Wir schieben das praktisch über einen Terminal, ich werde den gleich einführen, auf unseren Server drauf. So. Dafür braucht man so etwas. Ich logge mich nochmal eben kurz aus. So ein Terminal, ich starte den vielleicht mal ganz neu, so. So ein Terminal sieht so aus, ihr kennt das vielleicht von Windows, da würde man das vielleicht mit CMD machen. Unter Linux heißt das Ding häufig Konsole oder so etwas. Hier mit meinem macOS heißt das Ding Terminal. Und hier in diesem Terminal kann man Befehle eingeben. Man kann zum Beispiel Befehl eingeben, der heißt ls. Damit kann ich mir anzeigen lassen, auf der Ebene, auf der ich gerade bin, was gibt es denn da alles so an Verzeichnissen. Dann kann ich mich lokal sozusagen da durchbewegen. Das ist ein bisschen mühselig, aber dafür wollen wir unseren Terminal jetzt auch gar nicht benutzen. Wir wollen ja das Moodle darauf installieren. Und dafür müssen wir uns allerdings erst einmal mit diesem entfernten Server, auf dem unsere Dateien liegen. Ich zeige das kurz nochmal. Hier ist unser FileZilla. Hier habe ich den auch schon mal geöffnet. Und da sind im Moment diese Verzeichnisse. Wenn ich hier in dieses HTML-Verzeichnis gehe, dann seht ihr, da ist im Moment nur unser
unser WordPress drin. Und in genau dieses Verzeichnis wollen wir jetzt unser Moodle rein installieren. Und jetzt könnte ich natürlich hergehen und diese ganzen Dateien hier von meinem Moodle, kann man das hier auch mit größer machen? Nee. Diese ganzen Dateien hier aus meinem Moodle hier rüberschieben. Das dauert Ewigkeiten. 40.000 Dateien, wie gesagt. Und wir werden das also heute mit dem Terminal machen und dafür müssen wir uns mit dem entfernten Server verbinden. Das tun wir in diesem Fall, indem wir SSH eingeben. Das ist sozusagen, das macht sozusagen eine sichere Verbindung. Und das ist ein Protokoll für eine sichere Verbindung. Und dann müssen wir den Benutzernamen eingeben, das ist in dem Fall only off. Und dann müssen wir den Servernamen angeben. Den kopiere ich mir jetzt einmal hier hin. Der Servername wird, also Benutzername, @ und dann kommt der Servername. So kommt das. Und wenn ihr euren Servernamen nicht mehr kennt, dann könnt ihr auch nochmal in das Uberspace reingucken. Hier im Uberspace unter Datenblatt steht hier euer Hostname. Und diesen Hostnamen, den habe ich jetzt genommen und habe den hier hintergesetzt. Und dann bin ich hergegangen und habe meinen Benutzernamen genommen, das ist onlyoff, und habe den davor gesetzt. Also SSH, onlyoff, @ und dann der Server. Und jetzt drücken wir die Enter-Taste. Und jetzt werde ich nach einem Passwort gefragt. Und dieses Passwort ist das, was ihr auch eingebt, wenn ihr, also das könnt ihr hier unter Zugänge definieren. Jetzt bin ich hier wieder rausgeschmissen worden. Nee, bin ich nicht. Jetzt könnt ihr hier unter Zugänge definieren. Ich habe mir das irgendwann mal gegeben und werde das jetzt kopieren und an dieser Stelle einsetzen, wo nach dem Passwort gefragt wird. Ich glaube, ich habe es zweimal eingegeben. Ja, dann fragt er nochmal. So. Und dann werde ich mit dem entfernten Server verbunden. Jetzt bin ich also mit onlyoff@olbers verbunden. Und hier kann ich jetzt von Uberspace auch noch, gibt es auch noch Befehle, mit denen ich zum Beispiel den Serverstatus prüfen kann und so etwas alles. Wir wollen jetzt als nächstes, wenn wir auf diesem Server sind, in das HTML-Verzeichnis. Dann gucken wir doch mal, wo wir sind. Das machen wir mit ls. Und da gibt es ein Verzeichnis, das heißt HTML. Und mit cd für Change Directory kann ich in das HTML-Verzeichnis wechseln. So, dann bin ich jetzt in diesem HTML-Verzeichnis, kann ich über ls mal in das HTML-Verzeichnis reingucken, dann steht hier No Content HTML und WordPress. Und das ist genau das, was hier auf dieser Verzeichnisebene auch zu finden ist. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle unser Moodle installieren über die Konsole. Und das wiederum machen wir über einen Befehl. Den bekommt man, wenn man hier, nachdem man das Moodle runtergeladen hat, kann man auf Documentation drücken. Und da gibt es den Installation Quick Guide. Und da gibt es hier unten irgendwo, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter höher, da gibt es hier diesen Befehl, mit dem man sich über Git. Das ist praktisch schon so eine Möglichkeit, wo man sich praktisch von einem anderen entfernten Server, der extra dafür da ist, Programmcode mit vielen anderen, teilen, sich mit dem zu verbinden und von dort aus direkt das Moodle runterzuladen. Und über Clone sage ich, ich will sozusagen die Version, die da bei Git liegt, die möchte ich ganz gerne kopieren. Und dann muss man hier noch die Moodle-Version angeben und dann muss man hier noch sagen, wo diese Moodle-Version wohl zu finden ist. Ich nehme jetzt also mal diesen ganzen Befehl hier und kopiere den hier rein. Ich bin in diesem HTML-Verzeichnis, das ist ganz wichtig, sonst wird das Moodle an einer anderen Stelle installiert, nämlich da, wo ihr gerade seid. Es wird immer der Befehl an der Stelle ausgeführt, an der ihr gerade seid. Und was ich jetzt noch machen muss, es gibt eine neue Version von Moodle. Hier steht noch die 3.9er. Und wir hatten jetzt gerade eben gesehen, es gibt schon die 3.10er. Hier.
Moodle 3.10. Also habe ich jetzt in meinem Terminal, muss ich aus der 3.9 eine 3.10 machen, also 3.1.0. Und dann kann ich diesen Befehl losschicken und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt wird also mein Moodle runtergeladen und zwar von diesem Git-Server, wo die aktuellste Version gerade liegt. Und ihr seht, hier werden gerade Objekte empfangen. Jetzt werden irgendwelche Unterschiede aufgelöst. Das habe ich nicht klären können, was das genau für Unterschiede sind. Aber wenn der damit gleich fertig ist, dann haben wir auf unserem Server ein weiteres Verzeichnis. Das hat er hier angelegt. Er hat das nach Moodle, in das Verzeichnis Moodle hat er das reingeklont, also reinkopiert. Und der prüft sozusagen auch einmal, ob alle Dateien auch wirklich da sind. Und danach stellt er mir eigentlich die Erfolgsmeldung zur Verfügung. So, ich habe fertig. Und anschließend können wir dann gleich im Browser, so wie wir das schon mal bei WordPress kennengelernt haben, unser Moodle installieren. So, aktualisiere Dateien, alles fertig. Und dann bekomme ich, wenn ich keine roten Meldungen bekomme, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen. In dem Fall scheint alles gut gelaufen zu sein. Wir können jetzt einmal hier gucken. Komisch, unser Moodle ist ja noch gar nicht da. Dann müssen wir offensichtlich hier einmal auf Aktualisieren drücken. Und schwupps, da ist auch schon unser Moodle-Ordner. Und diesen Moodle-Ordner können wir jetzt natürlich ansprechen. Also gehen wir jetzt mal in unsere Installation. Wir gucken nochmal im Datenblatt. Wie lautet denn nochmal meine URL? Meine URL ist diese hier, https://onlyoff.uber.space. Die gebe ich jetzt mal hier ein. Und dann muss man dahinter in dem Fall ein Moodle setzen, weil wir ja hier das Moodle-Verzeichnis ansprechen wollen. Oder ich müsste ein WordPress setzen, wenn ich das WordPress-Verzeichnis ansprechen will. Ich drücke also die Enter-Taste. Okay, und das hat schon mal gut funktioniert. Wir sind also jetzt in dieser Installationsroutine, mit der wir auf dem Server unser Moodle installieren können. Gleich werden wir auch wieder nach einer Datenbank gefragt. Aber als allererstes müssen wir die Sprache auswählen. Das machen wir dann mal. Nehmen wir hier Deutsch Du und klicken auf Weiter. Als nächstes versucht das Skript herauszufinden, was ist eigentlich dein Root-Verzeichnis und was ist dein Datenverzeichnis. Also es gibt die Moodle-Installation und meistens liegen in diesem Moodle ja wahnsinnig viele Daten. Und dieses Datenverzeichnis soll an einem anderen Ort gemacht werden und ist meistens auch nicht über HTML erreichbar. Über HTTP in dem Fall. Ihr seht, das liegt also hier unter OnlyOff und dann nicht /HTML, sondern direkt unter Moodle Data. Das heißt, wenn wir uns das mal hier angucken, das Moodle Data Verzeichnis liegt also nicht hier, sondern das wird hier angelegt. Augenblick. Hier. Hier soll das Moodle Data Verzeichnis angelegt werden. Wir drücken also auf Weiter. Wir merken uns das mal mit dem Moodle Data Verzeichnis. Bin mir gerade nicht sicher, ob das die Installationsroutine anlegt oder ob wir das gleich hinterher noch selbst installieren müssen. Das ist ja doof. Offensichtlich haben wir hier einen Fehler. Da bin ich mal gespannt, ob wir den schnell behoben kriegen. Die Komponente kann nicht gefunden werden. Dann schauen wir mal. Es ist ja klar, dass das irgendwann mal passieren musste. Wir suchen nochmal Deutsch Du aus. Ich drücke nochmal auf das hier. Und wir gucken mal, ob wir alle Rechte richtig vergeben haben. Gehen das einmal in Ruhe durch. Vollständige Fahrt zur Moodle-Installation, Moodle-Verzeichnis. Wo der braucht einen Platz, wo
Moodle hochgeladene Dateien abspeichern kann, dann müssen wir dieses Verzeichnis wohl mal eben schnell anlegen. Vielleicht hilft das ja. Ich lege also jetzt hier einmal kurz ein Verzeichnis an, neues Verzeichnis erstellen. Dieses nennen wir Moodle Data. So. Das liegt jetzt hier und dieses Verzeichnis, dem geben wir mal, sollen wir dem bestimmte Rechte geben? Außerdem sollte das Verzeichnis nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein. Das Internationsskript wird versuchen, ein solches Verzeichnis zu erstellen, falls es nicht existiert. Okay, dann scheint unsere Fehlermeldung von gerade eben nichts damit zu tun zu haben. Das Moodle-Verzeichnis, vollständiger Pfad, der ist richtig. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal. Oha. Jetzt kann man mal Folgendes machen. Wir könnten mal diese Fehlermeldung, wir nutzen das jetzt mal praktisch und versuchen uns irgendwie dadurch zu stehlen, versuchen diese Fehlermeldung zu suchen. Offensichtlich fehlt hier irgendeine Referenz. Normalerweise stößt man an dieser Stelle nicht an Moodle-Probleme. In unserem Fall ist genau das passiert. Und ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so eine richtige Idee, was das Problem sein könnte. Wir könnten nochmal versuchen, hier das Moodle hat die richtigen Schreibrechte auf jeden Fall. Hier drin scheint auch alles okay zu sein. Wir probieren schnell noch mal was anderes. Wir installieren wir löschen diese Moodle-Version noch mal. Löschen kann man das mit rm-r und dann sucht man nach dem Moodle. Da gibt es zwei schreibgestützte Dateien jeweils. Das sind die Git-Dateien. Und dann ist unser Moodle auch gleich schon wieder weg. Und wenn ich das jetzt hier neu lade, ist das weg. Und wir versuchen das jetzt einfach nochmal, indem wir die kleinere Version installieren. Also die Neuner. Vielleicht haben wir mit der mehr Glück. Also, wir starten unsere Moodle-Installation erneut. Wir sind immer noch im HTML-Verzeichnis und los geht's. Ihr seht, dass der Prozess der gleiche ist, es ist allerdings jetzt eine andere Moodle-Version. Wir werden dann mal gucken, ob es damit besser läuft. Das Installationsskript läuft in der Regel einfach so durch. Unter diesen Bedingungen, aber das ist halt so, wenn man das jetzt hier live probiert. Aber so werdet ihr vielleicht auch Teil des Lösungsprozesses. Jetzt werden wieder die Unterschiede aufgelöst und anschließend müsste unsere Moodle-Installation neben dem WordPress-Ordner zu finden sein. Warten wir mal ab. Jo, die ist schon mal da. Da werden gerade noch Dateien abgeglichen und wir können aber danach, genau, alles fertig. Wir gehen wieder zurück in unsere Moodle-Installation auf das Install-Skript. Sieht genauso aus wie vorher, ist aber jetzt ein anderes Moodle. Wir gehen nochmal auf unsere Sprache, wählen das aus. Legen in diesem Fall das Moodle-Verzeichnis ist ja noch, das Moodle-Data-Verzeichnis ist ja noch angelegt. Wir gucken mal, was passiert. Ob wir das gleiche Problem vorfinden. Diesmal bewegt sich der Balken da oben zumindest ein bisschen länger. Nee, wir bekommen das gleiche Problem. Und das, was man halt jetzt alternativ noch versuchen kann, ist, diese Installation auch von der Konsole aus zu starten.
Dafür gibt es hier diesen Befehl, wir müssen das jetzt durch unsere Moodle-Installation ersetzen. Das können wir aber zumindest mal versuchen, ob das hilft, ob wir das praktisch damit direkt installieren können. Kleinen Augenblick. Legen wir eben ein neues Dokument an. Da packen wir das rein. Das ist der Befehl für gleich. Und Pass to Moodle müssen wir jetzt gerade noch mal eben kurz gucken. Der wurde mir ja gerade hier eben ausgegeben. So, next. Sprache ist mir jetzt egal. Ich will diesen Pfad hier. So, den geben wir hier ein. So. Das ist eigentlich der korrekte Pfad. Und jetzt kopieren wir all das in unsere Konsole rein. Und schauen, was passiert. Okay. Wir hätten gerne Deutsch, also ist das wahrscheinlich DE. Oh, Fragezeichen steht da für Available Languages. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay, und wir hätten gerne, das muss ja hier oben irgendwo stehen. Ich muss zugeben, so habe ich ein Moodle noch nie installiert, aber was soll's. DE für Deutsch. Und DE-DU für ein duzendes Moodle. So. Als nächstes Zugriffsrechte. Wert oder Standardwert benutzen. Standardwert, wir geben einfach mal die 277 ein. Jetzt will er eine Webadresse. Ach, Zugriffsrechte? Ah, okay, nee. Die Webadresse ist ja hier unser onlyoff.uber.space/Moodle. Das schreiben wir mal dazu. So. Das Datenverzeichnis. Den Standardwert benutzen. Also wir nehmen diesen hier vorgegebenen und kopieren den hier rein. Ich drücke Enter. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Gleiche Fehlermeldung. Wir haben auf jeden Fall hier irgendein Problem mit dem Datenverzeichnis. Und ich bin an dieser Stelle ehrlich gesagt gerade ein bisschen aufgeschmissen und würde gerne abbrechen wollen. Mit dem Englisch AM-Paket. Und damit ist überhaupt kein Problem. Also, wir wären hier beim nächsten Schritt. So kann es gehen. Also, es lag offensichtlich doch irgendwie an diesem Sprachpaket. Als nächstes werden wir nach der Datenbank gefragt. Also, wir können eine MariaDB nehmen. Das ist heute eigentlich eine ziemlich angesagte und schnelle Datenbank. Improved, das heißt, das ist die MySQL, ist nun mal die Datenbank, der Moodle vertraut. Deswegen werden wir die jetzt auch einfach benutzen, in der Hoffnung, dass es keine Komplikationen macht. Wir drücken also Enter und werden als nächstes danach gefragt, wie heißt deine Datenbank? Wo liegt die eigentlich? Und das ist ähnlich wie bei WordPress. Localhost heißt so viel wie die Datenbank liegt auf dem gleichen Server wie die Daten. Das ist bei uns der Fall. Als nächstes werde ich nach dem Datenbanknamen gefragt und der Datenbankname entspricht bei Uberspace dem Benutzernamen, also OnlyOff. Und hier brauchen wir den Datenbanknutzer, das ist OnlyOff und das Passwort. Ach Gott, das muss ich jetzt hier wahrscheinlich wieder in Plaintext aufschreiben. Aber so ist es halt. Wenn man live installiert, das ist also das Passwort. Das wird mir praktisch vom Uberspace vorgegeben. Das liegt in dieser my.cfn-Datei.
Und hier dieses Tabellenpräfix, das hatten wir auch schon bei WordPress. Dadurch, dass ich die gleiche Datenbank benutze, aber jetzt da zwei Installationen drin habe, nämlich einmal mein WordPress und einmal das Moodle, brauche ich sozusagen unterschiedliche Präfixe, um die Tabellen voneinander unterscheiden zu können. Database Port und Unix Socket ist meines Wissens nicht erforderlich, aber ich lege meine Hand nicht ins Feuer. Wir werden sehen, was passiert. Oha. Das scheint irgendwie geklappt zu haben. Jetzt muss ich hier einmal die Nutzungsbedingungen unterschreiben, also die Lizenz. Das mache ich. Und als nächstes werde ich gefragt, ob die Datenbank installiert ist, die MySQL-Datenbank. Und da ist halt, also hinter Uberspace hängt eine Maria-Datenbank und keine MySQL-Datenbank. Deswegen kriegen wir hier gerade Ärger. Ich gehe jetzt mal noch einmal zurück und noch einmal zurück. Oh, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir das kurz noch einmal hier von dieser Stelle aus durchspielen. Nee, das geht leider nicht. Habe ich denn nicht mehr die Möglichkeit, zurückzugehen in unsere Maria-Datenbank? Ich gehe noch mal hier auf Moodle. Nee, das geht offensichtlich nicht mehr. Nächstes Problem. Wie kann ich dafür sorgen? Naja. Also ich bekomme jetzt hier so lange keinen Du kannst weitermachen Knopf, bis ich dafür gesorgt habe, dass wir auf eine Maria-Datenbank zugreifen können. Ah, und ich kann jetzt aber die MyConfig-Datei ändern und muss die ändern von MySQL nach MariaDB. Da steht's. Das machen wir mal eben kurz. Also zurück nach FileZilla, zurück nach Moodle. Und hier steht in dem Moodle-Root-Verzeichnis steht unsere Config-Datei. Da ist die. Ich öffne die jetzt mal. So, hier stehen unsere, stehen unsere Einstellungen und da stelle ich jetzt die MariaDB ein. Das ist eigentlich alles, was ich machen muss. Das stand ja auch gerade so in dem Papier. Ich drücke also die Speichern-Taste und als nächstes will FileZilla das hochladen. Also gebe ich ihm das und dann können wir hier zurück in unsere Installation und drücken mal auf Reload. Und es passieren noch Wunder. Wir können jetzt die Installation fortsetzen, weil hier unten haben wir jetzt den Continue-Knopf. Wer hätte das gedacht? Und in einem nächsten Schritt, es wäre gut, wenn es heute Abend ein Happy End gäbe. Müssen wir warten, bis das Moodle installiert ist. Da passieren jetzt sozusagen im Hintergrund auf dem Server Dinge. Und diese Dinge müssen, brauchen so ihre Zeit. Also über den Browser habe ich jetzt sozusagen eine ganze Reihe von Skripten angestoßen, die auf dem Server Dinge installieren, zum Beispiel auch die Datenbank und so etwas alles. Und das ist in dem Fall eine sehr große Datenbank. Und irgendwann wird mir der Server zurückmelden, ich bin fertig und dann bekommen wir hier einen neuen Hinweis. Da kommen die auch schon reingelaufen. Ihr seht, hier wird relativ viel jetzt weginstalliert. Das sind zum Teil Tabellen, das sind zum Teil aber auch Skripte, die einmalig ausgeführt werden und diese Installation fertigstellen. Hier werden jetzt die Mods installiert. Das sind die unterschiedlichen Datentypen, die man dann in Moodle hat und bereitgestellt bekommt. Das kennt ihr wahrscheinlich aus schon bestehenden Moodle-Installationen. Und man kann da, also ich kann im Moment nicht bis ganz nach unten scrollen, weil die Installation noch nicht fertig ist. Wir sehen, hier dreht sich gerade noch ein Rädchen und da passiert sehr, sehr viel im Hintergrund.
Und da muss man halt einfach warten und ich versuche die Zeit ein wenig mit Scrollen zu überbrücken. Okay. Wir sind jetzt schon bei R angekommen. Dann hat das bestimmt hier gleich ein Ende. Aber ihr seht, so eine Moodle-Installation ist auf jeden Fall deutlich komplexer als eine WordPress-Installation, weil das System, was geliefert wird, halt einfach unfassbar viel mächtiger ist. Jetzt hat es hier oben aufgehört zu drehen und hier unten haben wir auch einen Continue-Knopf. Eigentlich haben wir hier nur Erfolgsmeldungen, von daher ist alles gut. Wir drücken also auf Continue und bekommen als nächstes die Oberfläche, mit der wir den Admin-Nutzer anlegen können. Also der Username vom Admin, den könnte ich theoretisch auch ändern. Das kennen wir schon von WordPress. Den kann ich auch Guido nennen. Und hier gebe ich jetzt ein Passwort ein. Da nehme ich vielleicht auch etwas aus meinem Passwortspeicher, was man sich schwer merken kann. Ein sicheres Passwort erstellen. Sowas habt ihr bestimmt auch. Und kopiere das mal hier rein. Firstname, Surname. Also mein Firstname ist Guido Brombach. Gib noch eine E-Mail-Adresse an, damit ich theoretisch mein Passwort zurücksetzen kann als Admin. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ich möchte, dass jeder meine E-Mail-Adresse sehen kann. Das ist schon okay. Das Moodle.net-Profile, das ist relativ neu. Das brauchen wir nicht. Eine Stadt brauchen wir auch nicht eingeben. Nur da, wo diese Ausrufezeichen stehen, da müssen wir auf jeden Fall was hinschreiben. Und dann können wir ganz unten auf Update-Profile gehen. Und es fehlt offensichtlich ein nicht alphanumerisches Zeichen. Das heißt, ich muss offensichtlich nochmal meinen Passwortmanager bemühen und Symbole sollen drin sein. So, nehmen wir das und kopieren das da rein. Ich speichere mir das gerade auch nochmal eben schnell weg. So, und dann gehen wir hier unten auf Update Profile und es passieren magische Dinge, wie immer, wenn man etwas installiert. Und dann wird hoffentlich gleich unser Moodle zugänglich sein. Parallel habe ich so ein kleines Dokument, das ich euch jetzt ungern in die Kamera halten will, aber in dem speichere ich mir im Prinzip all meine Passwörter und so weiter weg. So eine Art Dokumentation, während ich etwas installiere und später überführe ich das dann in meine Passwortmanager und an die Orte, wo es hingehört. Als nächstes soll ich den Seitennamen angeben. Das nennen wir also jetzt mal hier OER Camp Moodle. Und ein Shortname ist einfach Lernumgebung. Dann kann ich hier noch eine kleine Zusammenfassung schreiben. Das kann ich aber auch alles irgendwann mal später machen. Und ich kann auf OK drücken und habe ein fertig installiertes Moodle. Ihr seht, das sieht jetzt so ähnlich aus wie die Moodles, die ihr wahrscheinlich kennt. Über Site Administration würde ich jetzt gerne noch mal eine Sache ausprobieren. Wir hatten ja so Schwierigkeiten, gerade ganz am Anfang, dass der Installationsprozess nicht funktionierte, weil wir das auf Englisch installiert haben. Jetzt haben wir natürlich hier auch ein englisches Moodle, aber eigentlich will ich in Wirklichkeit ja gerne ein deutsches Moodle. Also geben wir hier mal ein Language für Sprache. Und dann wird uns in der Regel alle Stellen in dem Admin-Menü ausgegeben, in denen Language vorkommt. Und die Language, die Vollsprache ist Englisch. Und die setzen wir jetzt einfach mal auf Deutsch. Und wir gucken, was da passiert. Kann ich jetzt zumindest? Okay, ich kann hier die Sprache ändern. Wunderbar, so soll das sein. Und jetzt gucken wir einmal, was unsere Standardsprache ist. Liste für die Rechtschreibkontrolle nicht.
Dann suchen wir nochmal, beziehungsweise das ist in der Regel hier. Sprache. Jetzt muss ich ja in Deutsch suchen, damit ich Sachen finde. Und die Standardsprache ist jetzt auf DE-DUR eingestellt. Das heißt, wenn ihr euer Moodle installiert, müsst ihr es offensichtlich auf Englisch installieren. Und anschließend könnt ihr die Sprache dann umstellen. So, ich hoffe, dass diese kleine Einführung euch am Ende dann doch noch geholfen hat. Das sind natürlich irgendwie so ein bisschen die Probleme, die passieren, wenn man das hier in Live macht. Aber vielleicht ist es auch für euch ganz schön zu sehen, dass nicht immer alles glatt läuft, aber dass man häufig dann doch, wenn man einen Moment drüber nachdenkt, irgendeine Lösung hat. Und in diesem Fall war die Lösung, die Sprache zu ändern. Und danach hat es, glaube ich, finde ich ganz gut geklappt. Nee, wir hatten noch ein kleines Hindernis. Das war die Einstellung von MariaDB statt MySQL. Ist vielleicht auch ganz gut, dass auch das passiert ist. Ihr habt gesehen, dass man das übers Config-Menü auch im Nachhinein noch umstellen kann. Da war ich am Anfang auch ein bisschen ratlos. Aber irgendwann geht es dann doch. Man merkt an dieser Stelle, ein Moodle installiere ich nicht alle 3 Tage mal, sondern 3, 4 Mal im Jahr. Und insofern ist das, wie es jetzt passiert ist, so wie es ist. Ich hoffe trotzdem, dass ihr aus meinen Fehlern lernen könnt. Dankeschön fürs Zuhören.